Und ich rufe damit Tagesordnungspunkt 7 auf. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten zum Gesetz zur Änderung der Hessischen Bauordnung, Drucksache 20/782. Und ich darf zur Einbringung Jürgen Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten das Wort geben. Vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wir haben uns in der letzten Legislatur ja schon eingehend mit der Hessischen Bauordnung beschäftigt, und wir auch als Freie Demokraten haben sehr viel uns konstruktiv eingebracht, und wir fanden, ich habe das auch seinerzeit gesagt, es ist bemerkenswert, dass der Staatsminister Al-Wazir auch Anregungen von der Opposition mit aufgenommen hat. Und so ist es ja auch am Ende der Beratungen gewesen, dass wir alle miteinander gesagt haben, nach den Beratungen ist quasi vor den Beratungen. Die Hessische Bauordnung ist einem stetigen Wandel unterlegen. Und was wir in der letzten Legislatur schon rauf und runter diskutiert haben, war die Frage, wollen wir das serielle Bauen, die Typengenehmigung schon mit in die Hessische Bauordnung mit hineinnehmen, ja oder nein? Ich glaube, da waren wir, also ich kann das jetzt zumindest für die Freien Demokraten sagen, auch noch nicht umfassend so weit, dass wir gesagt haben, wir wollen damit schon in die Gesetzeslesung gehen oder in konkrete Vorschläge. Das hat sich nun geändert. Wir sind so weit, dass wir sagen können, wir haben Erfahrungen aus anderen Ländern, aus Rheinland-Pfalz, aus Nordrhein-Westfalen, aus Schleswig-Holstein, aus Hamburg. All diese Länder haben bereits die Typengenehmigung mit in ihre Bauordnungen aufgenommen. Und ich glaube, dass wir jetzt gut beraten sind, wenn wir in ein Gesetzesverfahren eintreten, wo wir uns genau mal darüber unterhalten können, welche Potenziale im seriellen Bauen tatsächlich liegen. Meine Damen und Herren, der VdW Südwest hat in einer Pressemitteilung geschrieben, runter von der Bremse, Tempo für bezahlbares Wohnen. Er führt aus, dass rund 500.000 Wohnungen fehlen. Meine Damen und Herren, über Wohnungsbau haben wir uns schon oft unterhalten, über die Frage, wie wir diesen Markt regulieren. Da haben wir durchaus sehr unterschiedliche Auffassungen. Aber, meine Damen Herr Kollege Lenders, ich muss ganz kurz unterbrechen, weil hinter uns ist unglaublicher Lärm, und ich bitte ihn einfach einzustellen. Danke schön. Herr Kollege Lenders, Sie haben weiter das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Also, was machen wir denn dann, wenn wir tatsächlich mal Bauvorschriften, den Rechtsrahmen, Baugrundstücke haben? Meine Damen und Herren, es ist dann mittlerweile das Problem, dass wahrscheinlich, wenn wir den Riemen wirklich raufwerfen auf den Motor Wohnungsbau, bei den Unternehmen überhaupt nicht mehr genügend Kapazitäten da sind, und in ausreichenden Geschwindigkeit überhaupt Wohnungen erstellen zu können. Die Kapazitäten im Handwerk sind heute schon am Anschlag. Das ist gut für das Handwerk, das ist gut für die Konjunktur in Hessen und in Deutschland. Aber das nützt natürlich den Menschen, die dringend auf neue Wohnungen warten, jetzt noch relativ wenig. Und ich glaube, dass in der Frage des seriellen Bauens, in der Typengenehmigung, sehr große Potenziale liegen, um wirklich schneller voranzukommen. Es ist auch für uns als Freie Demokraten klar, dass in der Typengenehmigung im seriellen Bauen nicht unbedingt dass das jetzt das Allheilmittel ist. Es ist nur ein Teilaspekt, dass wir wirklich schneller vorankommen können. Aber, meine Damen und Herren, dass es die Bauzeiten verkürzen kann, das ist bei den Experten unumstritten. Wir haben die Anhörung einzutreten macht deswegen Sinn, damit wir auch ausloten können, wie weit reicht denn tatsächlich beim seriellen Bauen die Potenziale, um in der Geschwindigkeit voranzukommen. Welche Potenziale haben wir wirklich, um auch günstigeren Wohnraum dann entstehen zu lassen? Ich glaube, meine Damen und Herren, Frau Barth hatte es gestern schon einmal gesagt, wir hätten unseren Gesetzentwurf sozusagen ein bisschen bei der SPD entliehen. Es muss ja grundsätzlich erst einmal kein Fehler sein, bei Sozialdemokraten abzuschreiben. Aber, meine Damen und Herren, die Herkunft ist erst einmal das, was wir gemacht haben, ist die Musterbauordnung des Bundes. Es ist unter anderem, Herr Kollege,
der Gesetzentwurf aus Schleswig-Holstein und aus dem Gesetzentwurf bzw. aus dem Gesetz in Hamburg. Da sind auch viele Sozialdemokraten daran beteiligt gewesen, aber wir haben uns jetzt nicht explizit an den Vorlagen der hessischen Sozialdemokraten bedient. Meine Damen und Herren, das muss auch kein Fehler sein, weil die Hamburger auch eins erkannt haben, eine serielles Bauen, Typengenehmigung machten dann Sinn, wenn sie länderübergreifend sind. Und da glaube ich, da können wir in einem Gesetzgebungsverfahren vieles Gutes zu erfahren. Und wenn auch Sozialdemokraten ihren Anteil daran haben, umso besser. Mich würde es freuen, wenn wir in diesem Haus einen Gesamtkonsens zu dem Thema herstellen könnten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Schulz. Herr Schulz, Sie haben das Wort für 5 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir unterstützen den Gesetzentwurf der Freien Demokraten zur Kostensenkung im Wohnungsbau voll und ganz. Die Typisierung im Wohnungsbau wird aber nur gelingen, wenn wir die Bauordnungen der anderen Bundesländer angleichen. Ansonsten muss jedes Unternehmen für jedes Produkt 16 verschiedene Varianten planen und genehmigen lassen. Die AfD stellt daher den Änderungsantrag zusätzlich zu der von der FDP vorgeschlagenen Typisierung, die Angleichung der Landesbauordnungen anzustreben, um eine sinnvolle Typisierung erst möglich zu machen. Die Altparteien, die im Namen von Europa eine Angleichung aller Lebensbereiche in der ganzen EU anstreben, sollte es leicht fallen, diesem Änderungsantrag zuzustimmen. Die Aufgabe von ein wenig hessischer Souveränität im Wohnungsbau steht ein Gewinn für die Bürger durch Senkung der Baukosten und damit niedriger Mieten und Kaufpreise gegenüber. Das sollte alle überzeugen. Stimmen Sie bitte deshalb unserem Antrag sachlich und ideologiefrei zu. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schulz. Nächste Rednerin für die Fraktion der Sozialdemokraten ist Frau Barth. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich weiß, das hört sich immer blöd an, wenn man sagt, wir hätten es auch schon gefordert. Aber, Herr Lenders, Sie verzeihen es uns. Natürlich haben auch wir uns vor einem Jahr schon die Musterbauordnung als Vorlage genommen. Alles andere macht ja auch keinen Sinn. Aber Sie waren damals noch nicht so weit. Wir waren Ihnen damals vielleicht einen Schritt voraus. Ich höre jetzt auch auf mit dem Beleidigtsein, sondern wir befürworten natürlich auch Ihren... Wir befürworten natürlich damit auch den neuerlichen Vorstoß der FDP und sagen willkommen im Club. Sie haben es auch jetzt noch einmal präzisiert, dass die Fragen, die bereits in der Typenbaugenehmigung entschieden sind, nicht mehr von der Bauaufsicht zu prüfen sind, wohl aber eine Verpflichtung natürlich besteht, ein bauaufsichtliches Verfahren durchzuführen. Das würde dann aber erheblich verkürzt. Auch wir sind absolut der Meinung, dass bauliche Anlagen, die in derselben Ausführung an mehreren Stellen errichtet werden sollen, vereinfacht, schneller mittels einer Typenbaugenehmigung genehmigt werden können. Ich kann mich noch sehr deutlich an die Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses erinnern, in welcher Sie, Herr Staatsminister Al-Wazir, am 22. Mai letzten Jahres nach der Plenarsitzung noch anderthalb Stunden lang von bis 21.20 Uhr gemeinsam mit Frau, ich hoffe, ich habe die Abkürzung jetzt richtig, Frau Ministerialrätin Vogt und Herrn Ministerialrat Steiger die Gegenargumentation zu unserem Antrag zur HBO-Novelle, wir hatten damals 14 Änderungspunkte festgestellt. Die beiden Ministerialräte mussten die Argumentation übernehmen, darunter auch die Typengenehmigung für serielles Bauen. Und natürlich habe ich mir auch noch einmal durchgelesen, was uns damals entgegnet wurde. Herr Ministerialrat Steiger führte damals aus, so steht es im Protokoll,
Auf den ersten Blick klinge es verlockend, industriell gefertigte Module herzustellen, die einmal gefertigt und dann verwendbar seien. In der Praxis sei das aber nicht so einfach. Durch serielles Bauen entstehe im Übrigen auch kaum Beschleunigungspotenzial, denn im Geltungsbereich eines B-Plans werde nicht geprüft und man könne nach kurzer Frist mit dem Bauen beginnen. Da war ich so ein bisschen überrascht, weil erstens, Herr Al-Wazir, gibt es nicht überall B-Pläne. Und dass bei uns kaum geprüft werde, halte ich ehrlich gesagt auch für ein Märchen. Nach Ihren Erfahrungen, so berichtete damals Herr Minister Jalrat Steiger für die Landesregierung, hätten sich bisher nur wenige Bundesländer auf Typengenehmigungen eingelassen. In Hamburg funktioniere es so einigermaßen, von Ihnen eben auch schon erwähnt, aber Verhältnisse im Stadtstaat könnten kaum auf Hessen übertragen werden. Da frage ich mich, warum eigentlich nicht? Auch das fand ich damals eine abenteuerliche Argumentation. Sie saßen übrigens damals immer nur nickend daneben, sehe ich heute noch bildlich vor mir, war eine besondere Sitzung. 25% der Baukosten, meine Damen und Herren, können nach Meinung der Arbeitsgemeinschaft der Wohnungs- und Immobilienverbände Hessens durch serielles und modulares Bauen mit dieser Bauweise bei Bauwerken eingespart werden. Die Verbände schreiben dabei von noch einem relativ jungen Potenzial, bei dem von einer rasanten Weiterentwicklung ausgegangen werden kann. Die Verbände haben bei ihrer Stellungnahme zu der Anhörung vor einem Jahr auch geschrieben, Zitat, dass dies in dem Regierungsentwurf, gemeint war damit ihrer zur hessischen Bauordnung, nach Bewertung der Verbände keinen Einfluss gefunden hat. Und dies sei, auch hier wieder ein Zitat aus der Anhörung, in jüngst novellierten Bauordnungen anderer Bundesländer anders. Es gibt, das wissen wir unter anderem vom VdW Südwest, es wurde auch eben schon erwähnt, sehr gute Beispiele seriellen Bauens. Ein wegweisendes Projekt wurde neulich in Idstein vorgestellt. Das Thema nimmt Schwung auf. Und wenn Sie die Pressemitteilung des VdW gelesen haben, bei der Vorstellung des Projekts steht dort im letzten Satz ein Zitat des Verbandsvorstands Dr. Tausendpfund, dass durch die Vereinfachung von Genehmigungsverfahren die Attraktivität der Bauweise weiter gestärkt würde. Und er berufe sich dabei auch auf Ihren Koalitionsvertrag. Nun sind wir natürlich gespannt, ob die Wohnungswirtschaft sich auf Sie verlassen kann und ob Sie endlich bereit sind, hier etwas zu tun, nachdem Sie sich vor einem Jahr noch mit Händen und Füßen, mit, wie ich eben zitiert habe, relativ fadenscheinigen Argumenten dagegen gewehrt haben. Ich bin jetzt auch sehr gespannt auf die Redebeiträge aus der Koalition. Ich hoffe, Sie werden nicht wieder antworten, das mache doch nur auf Bundesebene Sinn. Natürlich müssen die anderen Ebenen mitspielen, aber ich bin es langsam auch leid, dass jeder gute Vorschlag, der gemacht wird, mit Verweis auf die anderen Säulen erst einmal, mal sind es die Kommunen, die waren es gestern, heute hoffentlich nicht der Bund, dass abgewiegelt wird oder dass andere Instrumente doch wirkungsvoller seien. Sprechen Sie konkret über auf dem Tisch liegende Vorschläge. Ich bin sehr gespannt auf eine Anhörung, speziell zum Thema serielles Bauen. Die Verbände und auch die SPD-Fraktion werden sich gerne beteiligen, und lassen Sie uns in Hessen endlich einmal Vorreiter sein. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Barth. Nächste Rednerin ist die Kollegin Förster-Heldmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Barth, wissen Sie, wenn man sämtliche Ebenen durcheinander schmeißt, hat man auch Möglichkeiten, wirklich ein perfektes Szenario aufzubauen. Ich bin schon etwas erstaunt. Ich habe auch noch eine sehr deutliche Erinnerung an diese Sitzung, die nächtliche Sitzung da oben unter dem Dach. Gott sei Dank war es da ein bisschen kälter an dem Abend, als es zurzeit dort ist. Ich habe allerdings eine andere Erinnerung. Wir sind nämlich, und das war eigentlich das Ansinnen des Staatsministers Al-Wazir,
die den Fragen- oder den Antragskatalog der SPD durchzuarbeiten. Es wurde auf eine sehr, sehr sachliche Art und Weise gemacht. Ich hatte einfach den Eindruck, dass es nicht gehört werden wollte. So, das ist mein Eindruck. Und da man immer zwei verschiedene Eindrücke schildern sollte innerhalb einer Debatte, habe ich das jetzt einmal gesagt. Zum seriellen Wohnen möchte ich hier Folgendes sagen. Das findet ja im Augenblick alles schon statt. Auch ich habe mich informiert. Günstig bauen geht zum großen Teil nicht mehr ohne seriellen Bauen. Aber wenn ich das verknüpfe mit der Baugenehmigung, dann gerate ich schon wieder in Schwierigkeiten, weil natürlich eine Baugenehmigung nicht darauf fußt, nur einen Teilaspekt, nämlich Typengenehmigungen zu genehmigen, sondern alle anderen Aspekte. Das hatte ich gestern schon einmal gesagt. Egal, ob das die topografischen Umstände sind, ob es die nachbarschaftlichen Umstände sind, ob es Brandschutzmaßnahmen sind, all diese Dinge oder auch der Denkmalschutz, all diese Dinge spielen damit hinein. Deswegen ist es nur ein Teilaspekt für die Baugenehmigung. Da kommen noch viele andere Dinge dazu. Eine Beschleunigung weiß ich nicht, ob man das damit hinkriegt. Ich will nur Folgendes sagen. Ich freue mich auch wieder auf die Debatte in dem Wirtschaftsausschuss. Deswegen sehe ich dem auch mit großem Interesse und großem Ernst entgegen. Ich glaube schon, dass es dann auch zur gegenseitigen Erhellung beiträgt. Da nehme ich uns alle mit ein. Wie gesagt, wir werden da schon eine Lösung finden. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Förster-Heldmann. Nächster Redner ist Heiko Kassigert für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann fast nahtlos anschließen an das, was Frau Förster-Heldmann gerade vorgetragen hat, und auch an das, was die Kolleginnen und Kollegen vorhin gesagt haben. Wir haben vor nicht gar allzu langer Zeit uns hier intensiv über die Änderung der HBO, über die Möglichkeiten der Vereinfachung, über die Möglichkeiten der Beschleunigung unterhalten. Serielles Bauen, Typengenehmigung war seinerzeit schon eine Diskussion. Ich erinnere mich gut daran, dass wir aufgrund dessen, dass es bis dahin keine Nachfrage gab nach diesem seriellen Bauen, am Ende davon abgesehen haben, es in die Hessische Bauordnung aufzunehmen. Aber ich sage auch, dass wir in unserem Koalitionsvertrag ja aufgenommen haben, auch in dieser Legislaturperiode im Rahmen der HBO über Änderungen, über Möglichkeiten der Verbesserung dieses Gesetz anzupacken. Und da ist serielles Bauen ein Punkt, über den wir neu diskutieren, über den wir neu beraten und am Ende auch neu entscheiden müssen, ohne dass ich vorwegnehmen will, ob wir für oder gegen uns entscheiden. Aber ich glaube, das ist einer der Dinge, die wir durchaus vor dem Hintergrund dessen, was wir gestern gesagt haben, dass wir Bauen beschleunigen wollen, dass wir Baukosten reduzieren wollen, da kann das ein Beitrag sein, wie wir schneller dieses Ziel erreichen. Wir haben aber in diesem Zusammenhang der HBO sicher noch einige andere Punkte, die wir dort ansprechen können. Wir haben gestern über den digitalen Bauantrag gesprochen. Auch das ist etwas, was in der HBO einfließen muss. Und deshalb will ich etwas Wasser in den Wein schütten, auch wenn ich der FDP inhaltlich an der Stelle vielleicht entgegenkomme. Aber ich will etwas Wasser in den Wein schütten, wenn ich sage, es nutzt nicht, glaube ich, wenn wir jetzt ein Rennen veranstalten, wer am schnellsten Ideen hier auf die Tagesordnung setzt. Ich glaube, es ist richtig zu sagen, lasst uns an die HBO rangehen, lasst uns über alle Möglichkeiten der HBO-Änderung reden und lasst sie dann am Ende vielleicht auch in einer konzertierten Aktion vernünftigerweise in die HBO-Änderungen aufnehmen, die dem Ziel dienen. Ja, aber die FDP, lieber Kollege Lenders, die FDP hat natürlich so den Eifer, auch aus unserem Koalitionsvertrag das ein oder andere vorwegzunehmen, der setzt uns unter Druck. Wir lassen uns nicht unter Druck setzen, sondern wenn in aller Ruhe die Dinge überlegt angehen und wenn in diesem Kontext, wir hören natürlich euren Antrag, aber wenn in aller Ruhe in diesem Kontext der geplanten Änderung der HBO eben auch solche Überlegungen mit einbeziehen. Ich bin sicher, dass es da parteiübergreifend durchaus auch Zustimmung gibt, dass es da Gemeinsamkeiten gibt. Daran sollten wir arbeiten. Das ist nichts, was parteipolitisch irgendwie diskutiert werden sollte, sondern was vor dem Hintergrund der Zielsetzung schnelleres, kostengünstigeres Bauen gesehen werden muss. Und in diesem Sinne bin ich gespannt auf die Diskussion. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Kassiger. Nächster Redner ist der Abg. Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Fraktion der FDP möchte heute die Hessische Bauordnung ändern. Sie möchte eine Typengenehmigung einführen, eine einmalige Genehmigung für Gebäude, Gebäudesysteme, Bauteile, die dann in gleicher oder ähnlicher Ausführung mehrmals errichtet oder verbaut werden. Da könnte man, wenn man ein bisschen ketzerisch draufkommt, sich natürlich die Frage stellen, ob das nicht für eine Fraktion der FDP nicht etwas viel der Gleichmacherei und des Planungssozialismus ist, vor dem Sie ja sonst doch auch immer so gerne mal warnen. Eine Typengenehmigung standardisiert, geht denn da nicht die oft beschworene Individualität verloren? Ich finde, das ist eine Frage, die sich die Freien Demokraten stellen könnten. Aber das genug voran der Polemik. Das Thema Wohnen ist zu wichtig, und die Diskussion zeigt ja, dass alle Fraktionen offen scheinen, auch die Hessische Bauordnung an der Stelle zu verändern. Ob das nun an dieser Stelle mit Ihrem Gesetzentwurf passiert oder später dann bei der Novellierung der Hessischen Bauordnung, das ist sicherlich noch Gegenstand der Diskussion. Wichtig finde ich aber noch einmal zu betonen, dass es sich nicht um ein Allheilmittel handelt. Das hat die FDP ja selber auch so gesagt. Denn Ihr Gesetzentwurf ist natürlich keine echte Antwort zur Lösung der Wohnungsfrage. Das will ich auch noch einmal erläutern, warum es das nicht ist. Der Ausgangspunkt, wie Sie ihn auch textlich in Ihrem Gesetzentwurf beschreiben, der ist aus unserer Sicht schon einmal völlig falsch. Es ist eben nicht, wie Sie schreiben, die mangelnde Verfügbarkeit von Wohnraum, die zu starken Marktpreisen führt. Wir haben das schon gestern diskutiert. Diese Sichtweise hat sich ja auch der hessische Minister Al-Wazir zu eigen gemacht in seiner Regierungserklärung. Und dass die Annahme, dass die Versorgung mit Wohnraum quasi allein Angebot und Nachfrage geschuldet sei, wie auch der marktgläubige Minister gestern erzählt hat, man müsse das nur ins Gleichgewicht bringen, die trifft ja so nicht zu. Nein, es ist ja genau das Gegenteil, nämlich die Funktionsweise des Marktes und nicht allein zu hohe Baukosten, die dazu führen, dass es einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum gibt, dass die Mieten durch die Decke gehen und dass Menschen auch aus ihren Wohnungen verdrängt werden. Ich habe es gestern versucht auszuführen. Ich will es an der Stelle noch einmal benennen. Solange man einfach nur Marktmechanismen beim Wohnungsbau walten lässt, dann werden diese von den Renditeerwartungen der Privatinvestoren bestimmt. Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn im Neubau vor allem Luxuswohnungen, Lofts entstehen und eben nicht bezahlbare Wohnungen für kleine und mittlere Einkommen. Das ist dann halt so im Kapitalismus. Ich habe Ihnen ja hier schon einmal Friedrich Engels zitiert. Das kann man schon in seiner Schrift im 19. Jahrhundert nachlesen, wie die Wohnungsfrage funktioniert. Jetzt kommen wir aber ins Jahr 2019. Auch da sind wir nach wie vor der Auffassung, man sollte nicht der unsichtbaren Hand des Marktes vertrauen, sondern lieber selbst die Hand anlegen, nämlich ein scharfes, ein konsequentes Mietrecht, einen Mietendeckel, einen massiven Ausbau des öffentlichen Wohnungsbaus für sozial gebundene Wohnungen. Und jetzt kommen wir aber noch einmal zu Ihrem Antrag. Zu Ihrem Antrag und zur Frage der Typengenehmigung. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wenn wir uns noch einmal genauer anschauen, wo es denn gut funktioniert hat mit dem standardisierten Bauen, wo schnelles und kostengünstiges Bauen tatsächlich dann auch einmal in einem größeren Umfang realisiert worden ist. Und da brauchen wir jetzt gar nicht nach Wien zu schauen. Wir müssen auch nicht uns die Plattenbauten in der DDR anschauen, sondern wir gucken mal vor unserer Haustür. Wir gucken uns nämlich die Bauten des neuen Frankfurts aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts an. Um die Baukosten niedrig zu halten und Wohnungen fürs Existenzminimum zu schaffen, wurde eben aber nicht nur auch auf standardisiertes Bauen gesetzt, sondern es wurde zugleich, und jetzt bitte nicht erschrecken, auf eine Enteignung von Baugrundstücken und eine Vergesellschaftung von Grund und Boden für soziale Zwecke gesetzt. Das heißt also, standardisiertes Bauen und Vergesellschaftung von Grund und Boden, das haben damals zum Erfolg geführt. Und nicht nur das, die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die haben dann anders als heute auch keine profitorientierte Geschäftspraxis betrieben, sondern waren dem Gemeinwohl verpflichtet. Und das sind ja nun beides Maßnahmen, die bei der FDP wahrscheinlich eher einen Aufschrei auslösen würden.
Sie sehen also, Standardisierung allein, das wird es nicht richten. Deswegen müssen wir im Kampf für bezahlbaren Wohnraum an anderen Stellschrauben drehen. Trotzdem ist es sinnvoll, hier anzusetzen. Eines ist wichtig, keine Kompromisse bei Fragen der Sicherheit, beim Brandschutz, bei der Frage von sozialökologischer Erneuerung, also Ökologie und Energie, und vor allem keine Kompromisse in Sachen Barrierefreiheit. Wenn das dann gewährleistet ist, dann können wir auch gerne über entsprechende Maßnahmen von Typengenehmigungen sprechen. Sie müssten langsam zum Ende kommen, Herr Kollege. Ja. Also, Kosten lassen sich einsparen. Da gibt es unterschiedliche Zahlen. 10%, 25% ist ja hier schon einiges gesagt worden. Also, wir sind bereit, über die Hessische Bauordnung entsprechend zu sprechen, auch über Typengenehmigungen. Sie sind tatsächlich alles andere als ein Allheilmittel. Stattdessen bräuchte es wirksame Maßnahmen, Mietendeckel, Gesetz gegen Zweckentfremdung und vor allem öffentlichem, bezahlbaren Wohnraum in öffentlichem Eigentum. Vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. Für die Landesregierung spricht Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben gestern sehr ausführlich darüber gesprochen, wie die Landesregierung beabsichtigt, mit dem Thema Wohnungsmangel in Zukunft umzugehen. Ich sage das noch einmal. Diese Landesregierung wird den Wohnungsmangel mit einem Maßnahmenpaket bekämpfen, wie ihn Hessen noch nie gesehen hat. Und ich sage das ausdrücklich. Ja. Neben dem finanziellen Kraftakt, den ich gestern beschrieben habe, und den ordnungsrechtlichen Maßnahmen auf dem Mietmarkt brauchen wir natürlich vor allem eines, neue Wohnungen. Mein Projekt des großen Frankfurter Bogens habe ich Ihnen gestern skizziert. Und natürlich gehört zur Frage des Neubaus auch die Frage, wie man den Neubau für die Bauherren schneller und effizienter gestalten kann. Und das kann, Herr Lenders, im seriellen und modularen Bauen liegen. Und eine Möglichkeit, das serielle Bauen zu vereinfachen, kann die Erteilung von Typengenehmigungen sein. Und deshalb hat sich Hessen am 21. September 2018, Frau Barth, im Rahmen des Wohnungsgipfels und auch auf der Bauministerkonferenz im Februar 2019 für die Neuregelung der Typengenehmigung ausgesprochen. Das kann jeder nachlesen, denn das Protokoll der Bauministerkonferenz inklusive des Abstimmungsverhaltens ist online einsehbar. Die Bauministerkonferenz hat eine neue Regelung in die Musterbauordnung eingeführt, der die Erteilung von Typengenehmigungen regelt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren der Fraktion der Freien Demokraten, Sie haben ziemlich wortgetreu aus dieser Musterbauordnung abgeschrieben. Insofern haben Sie noch nicht mal von der, haben Sie ja selber gesagt, dass Sie das noch nicht mal von der SPD abgeschrieben haben, sondern aus der Musterbauordnung. Und Sie wissen vielleicht, dass wir uns am 13. Juni, also letzte Woche, mit unseren Partnern in der Allianz für Wohnen zusammengesetzt haben. Und ich gehe ebenso davon aus, dass Sie wussten oder wissen konnten, dass wir in der Allianz für Wohnen über die Typengenehmigung gesprochen haben und über die Frage, ob und wie wir die Neuregelung der Musterbauordnung in die Hessische Bauordnung übernehmen sollen. Und deswegen, liebe Kollegen von der FDP, dieser Antrag kommt ein wenig zur Unzeit, weil wir aus guten Gründen gemeinsam mit den Architekten, mit der Wohnungswirtschaft, mit der Ingenieurkammer, mit allen Beteiligten über die Frage reden wollen, was für Änderungen in der Hessischen Bauordnung wir auf den Weg bringen wollen. Und da einfach einen Punkt aus der Musterbauordnung abzuschreiben und als Gesetzentwurf in den Landtag einzubringen, das hilft nun wirklich nicht weiter. Und eine Sache ist mir irgendwie aufgefallen in dieser ganzen Debatte, dass offensichtlich selbst an der FDP, ich weiß nicht warum, eines vorbeigegangen ist, was Dieter Posch in seiner ersten Amtszeit hier eingebracht hat, nämlich die Genehmigungsfreistellung. Also viel von dem, was Sie über die Vereinfachung von Genehmigungen in Anführungszeichen hier sagen, hat in aller Regel gar keinen Gehalt mehr, weil es diese Genehmigungen so jedenfalls gar nicht mehr gibt, und zwar schon ziemlich lange. Und daran haben auch alle Regierungen danach nichts mehr geändert. Und deswegen ausdrücklich, Typengenehmigungen können einen Beitrag leisten. Sie können das modulare und serielle Bauen stärken. Aber wir wollen eine
Umsetzung auf der Grundlage der Musterbauordnung, und da gehören noch etliche andere Sachen hinzu. Das wird die Herausforderung sein, eine passgenaue HBO-Novelle auf den Weg zu bringen. Das machen wir gemeinsam mit den Partnern in der Allianz für Wohnen. Damit haben wir in der vergangenen Woche bereits angefangen, und das wird am Ende zu einem guten Ergebnis führen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich biete Ihnen im Gegenzug an, dass wir Sie jederzeit gerne auf dem aktuellen Stand halten. Das habe ich bei der letzten Novelle der Bauordnung so gemacht. Das habe ich, Frau Barth, zu jedem einzelnen Ihrer Punkte mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums gemacht. Es kann sein, dass es Ihnen damals nicht gefallen hat, dass Sie auf jede Ihrer Frage eine Antwort bekommen haben. Aber ich finde, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorzuwerfen, dass sie auf jede ihrer Fragen eine Antwort gegeben haben, das finde ich, wird der guten Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen nicht gerecht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Ich darf Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass wir eine zweite Runde haben. Und das Wort hat der Kollege Lenders. Bitte schön. Das sehe ich auch so. Also das hat jetzt geradezu, ich glaube, ich bin sehr sachlich und konsensorientiert in diese Diskussion eingestiegen. Und Frau Barth hat gesagt, also, sie wäre ein bisschen beleidigt. Bei Ihnen, Frau Barth, habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen, aber bei dem Herrn Staatsminister Al-Wazir, das war wirklich jetzt beleidigte Leberwurst. Das war beleidigte Leberwurst und nichts anderes. Das ist schon bemerkenswert. Also wenn man einfach, also ich habe in meiner Rede klar gemacht, wo die Quelle herkommt. Und dass es auch vernünftig ist, wenn man über serielles Bauen und Typengenehmigung, alle Fachsprecher sagen es, es macht Sinn, wenn man das länderübergreifend macht. Das macht Sinn. Da kommt man irgendwann auf die Musterbauordnung. Das hat auch die SPD dann übrigens in Schleswig-Holstein mal so angeteasert. Und es gibt eben einen Gesetzentwurf in Schleswig-Holstein, wo heute Jamaika regiert, die das schon in ihrem Gesetzgebungsverfahren drin haben. Und was hat uns als Freie Demokraten ein bisschen daran gestört, ist, weil es diesen länderübergreifenden Aspekt nicht richtig hat. Aber Hamburg hat es in ihrer Bauordnung hat es Hamburg besser formuliert. Und deswegen ist, man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Manchmal hilft es tatsächlich auch bei Ländern mal hineinzuschauen, vor allen Dingen, wenn man das Ziel doch verfolgt, dass es länderübergreifend einheitlich sein soll. Meine Damen und Herren, und das haben wir ganz offen und transparent gemacht. Das sind andere, haben diese Ideen gehabt. Wir haben gesagt, was kann es sein, was wir in der hessischen Bauordnung verankern, wenn wir diese beiden Ziele, A, serielles Bauen, Typengenehmigung, genehmigungsfreies Bauen, aber auch den länderübergreifenden Aspekt berücksichtigen wollen. Da haben wir in der letzten Evaluierung gesagt, so weit sind wir noch nicht. Jetzt sind wir weiter und wollen in ein vernünftiges Gesetzgebungsverfahren mit einer Anhörung eintreten. Und das Einzige, was ich höre von dem Staatsminister, wir wissen das alles besser, das haben wir schon immer besser gewusst, und den Ratschlag von der Opposition brauchen wir schon mal überhaupt nicht. Meine Damen und Herren, das ist wirklich arrogant. Herzlichen Dank, Herr Kollege Lenders. Nächste Rednerin in der zweiten Runde ist die Kollegin Förster-Heldmann. Bitte schön. Herr Lenders, in der Regel schätze ich Sie eigentlich ganz sehr, weil auch wenn Sie in den meisten Fällen anderer Meinung sind. Aber das, was Sie jetzt eben hier gezeigt haben, war nicht in Ordnung. Ich meine, das, was der Minister klargestellt hat, war, dass die ganzen Anregungen aus den verschiedenen Ländern in der Bundesbauministerkonferenz zusammengetragen worden sind und dass es dazu ein Protokoll gibt, das nachlesbar ist. Und wenn Sie darauf hinweisen, dass Sie jetzt einen beleidigten Minister erlebt haben, ich habe ihn vielleicht schon einmal erlebt, beleidigt in den letzten 10 Jahren. Das sieht aber dann anders aus. Aber den Eindruck, den Sie eben hier abgegeben haben, da frage ich mich, wer von den Akteuren eben beleidigt war.
Herzlichen Dank, Frau Kollegin Förster-Heldmann. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung angelangt und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den WVA. Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann machen wir das so.